Bye-bye. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich meine natürlich sein Lehrling. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Durch den Krieg haben wir nicht mehr viel... Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ja, ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Ah, sie will jetzt mit mir reden. Nicht hier. Folgt mir. Ja, ja, komm. Geh zu, du. Mann, Mann, Mann. Schneller. Leg mal einen Zahn zu. Ein Zahn zu, ey. Wieso müssen die Tippen auch immer hier laufen? Schließ die Tür. Ja, ich mach sie zu. Nun können wir reden. Oha! Die hat ein Geheimversteck, die Alte! Hinterm Schrank! Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ich höre schon zu. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber aha, das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Drachen kehren nicht einfach zurück, sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot. Vor Jahrhunderten getötet. Die hat Erfahrung, Leute. Die hat Erfahrung. Vor sich, wodurch sie wieder zum Leben. Das ist nicht nur eine blöde Tavernenbesitzerin, sondern das ist irgendeine Kriegerin.
Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn oh nee. Sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Geht mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Gut, dann mach hinne, du Alte. Ich will nämlich los. Die Truhe ist... Machen wir uns auf den Weg nach Kühnesheim. Jetzt hat die Alte eine Rüstung dran. Och, leg einen Zahn zu. Los. Alter, geh. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wird der Drache, der in der Nähe von Kühnesheim begraben ist, als nächster ins Leben zurückkehren. Kühnesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Gehen wir. Na dann los. Ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja, gute Reise. Haut da rein. Viel Spaß in der Taverne. Wir hauen jetzt ab mit der Alten. Eventuell, naja, nee. Wir müssen jetzt mit der Alten wohin? Was hat die gesagt? Nach, die alle laberte irgendwas von... Kühnesheim. Die alte laberte irgendwas von Kühnesheim. Wo ist dieses dreckige Kühnesheim? Ah, da oben. Oh mein Gott. Nee. Alter, vergiss es. Ich gebe erst mein Horn ab. Danke. In diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wird der Drache, der in der Nähe von Kühnesheim begraben ist, als nächster ins Leben zurückkehren. Die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Okay, wir geben erstmal das Drachenhorn ab. Und dann gehen wir mit dieser komischen Bäbäbä-Tussi dahin. So, ab da rein. Quest.
Ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ja, wir gehen auch mal schön brav hinterher, Leute. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß es nicht. Werden wir aber gleich herausfinden, auf wie immer. Oh, da ist ein Altar. Hoffentlich gehen wir nicht da hoch. Aber so wie es aussieht schon. So müssen die auch immer so langsam gehen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet, die Stoß. Da. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über Da mit euch teilen. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Grauberg.